Seit mittlerweile 22 Jahren sorgt der Saalfeldner Wochenmarkt für buntes Treiben im Herzen der Stadtgemeinde. Jeden Freitagvormittag beleben die Standler den Rathausplatz mit ihrem freundlichen und positiven Auftreten und haben dabei auch selber jede Menge Spaß. Ja, auf alle Fälle. Also wir sind zum Großteil eigentlich alles Selbstproduzenten, stehen da selber da, selber Bauern, selber Produzenten. Und die große Freude ist halt, dass man die Sachen verkauft und dass die Leute Freude haben mit unseren Sachen. Also das ist der Lohn für unsere viele Arbeit, was wir damit haben. Am Saalfeldner Wochenmarkt erhält man Produkte aus der Region mit all ihren Vorteilen. Von Handarbeiten und kleinen Geschenken über Wurst, Käse, Knödel, Gemüse und Brot bis hin zu Spirituosen, Süßspeisen oder den Original Pinzgauer Bladeln ist hier alles zu finden. Genauso wie frischer Fisch, der ein gutes Beispiel dafür ist, was die Wochenmarktprodukte auszeichnet. Ja, unser Produkt ist eigentlich ein richtig reines Produkt. Mit reinem Quellwasser haben wir von Gebirgswasser, darum heißt es Gebirgsforellen, Salzburger Gebirgsforelle, einfach alles Natur ausgemacht wird. Findest du, dass man den Unterschied schmeckt? Den schmeckt man auf jeden Fall, weil hauptsächlich hängt das Quellwasser, wenn das sauber ist und das ist um und auf. Frische und Natürlichkeit schätzen auch die Kunden der Wochenmarktstandler. Beweggründe, jeden Freitag hierher zu kommen, gibt es aber viele. Von der Bekömmlichkeit kommt mir vor. Da merke ich schon. Und es sind ja oft auch in Käse Zusätze drin, wo ich teilweise sogar Atemnot bekomme. Nachher weiß ich wieder, warum ich mich für die biologische Ware entscheide, weil da kriege ich das eben nicht. Gute Qualität, vernünftiger Preis, gibt man gern hin. Weil wir das Beste vom Besten herbekommen. Alles selber gemacht am Hof und man weiß, dass man da also nicht bedankt wird, wie wir Pinzgauer sagen, ne? Man da die Ware kriegt, von der gesprochen wird. Ja, weil es einfach regionale Produkte gibt und qualitativ einfach perfekt ist, muss ich sagen. Also ich packe immer wieder meinen Körperl aus und genieße das, da durchzuspazieren und die Sachen zu kaufen. Und es ist schon eben die Atmosphäre und das Flair ist halt auch ganz was anderes als die Anonymität im Supermarkt. Dass die Leute wirklich wegen den Produkten auf den Markt kommen, zeigt sich daran, dass sogar bei richtigem Sauwetter immer reger Betrieb herrscht. Ja, die Leute kommen wegen den Produkten, das stimmt. Das ist einfach so ein Umschwung, was da ist. Und heute ein richtig schlechtes Wetter, aber es ist gewaltig, was da los ist. Wenn man dann selber da verkauft, ist man dann selber auch Kunde bei den anderen? Ja, schon. Wir kaufen selber bei den anderen auch wieder ein. Weil man geht speziell in der Früh, weil noch nicht so viel los ist, dann geht man selber mal durch und schaut man da. Dann kauft man da und da wieder mal was, weil einfach die anderen auch gute Produkte haben. Viele der Standler kommen bereits seit Jahren auf den Markt und einige bauen schon für die Zukunft vor. Also ich finde, es macht voll viel Spaß und man lernt eben auch viel, zum Beispiel das Rechnen, weil Mathematik geht ja nicht so leicht und dann lernt man es ein bisschen besser. Das heißt, am schulfreien Tag musst du dann wieder rechnen? Ja, aber da macht es dann mehr Spaß wie in der Schule im Heftel. Vom Wochenmarkt Saalfelden kann man also scheinbar auf unterschiedlichste Art und Weise profitieren. Wer selbst einmal vorbeischauen möchte, hat noch bis 30. Oktober, jeden Freitagvormittag, die Möglichkeit dazu.